Wir kennen alle das Foto des kleinen blonden Mädchens, das mit strahlend blauen Augen in Richtung der Kamera blickt. Der Name dieses Mädchens ist Madeleine McCann. Und sie gehört seit nunmehr als 15 Jahren zu den vielleicht meistgesuchten Menschen unserer Zeit. Das Schicksal des damals dreijährigen Mädchens, das während eines Familienurlaubs an der portugiesischen Algarve spurlos verschwand, bewegt noch heute viele Menschen. Unter anderem auch deshalb, weil bis heute nicht zweifelsfrei geklärt werden konnte, was Madeleine zugestoßen ist. In diesem Video möchte ich euch einen Überblick über die wesentlichen Ermittlungsschritte und Vorgänge im vermissten Fall Madeleine McCann geben. Zwar ist der Fall immer und immer wieder in den Medien, weil neue Puzzlestücke auftauchen und Ermittlungsansätze gefunden werden, doch eine genaue Auflistung aller Geschehnisse sucht man oft vergeblich. Durch die vielen Wendungen, Details und unterschiedlichen Perspektiven gibt es eine Menge Material. Dementsprechend umfangreich wird dieses Video. Ich habe mich bei der Recherche bemüht, die relevantesten Punkte herauszuarbeiten und schlüssig aufzuführen. Wir werden nicht nur über die Geschehnisse, sondern auch über die ehemaligen Verdächtigen und die neuesten Entwicklungen im Fall rund um den mutmaßlichen Verdächtigen Christian B. sprechen. Doch zunächst beginnen wir mit der Familie, bei der alles beginnt. Den McCanns. Gary und Kate McCann leben 2007 gemeinsam mit ihren drei Kindern im britischen Rothley. Die kleine Gemeinde mit etwa 3600 Einwohnern liegt nur 8 Kilometer nördlich von der Großstadt Leicester, wo Gary und Kate als Mediziner arbeiten. Gary ist ein renommierter Kardiologe, seine Ehefrau Kate Allgemeinmedizinerin. Die beiden Ärzte haben sich 1993 im schottischen Glasgow kennengelernt und teilen unter anderem ihre Religion, den Katholizismus, miteinander. 1998 heiraten Gary und Kate. Die McCanns haben sich lange ein gemeinsames Kind gewünscht, doch erst nach einer künstlichen Befruchtung wird Kate schwanger. Neben der ältesten, 2003 geborenen Tochter Madeleine, hat das Paar auch ein Zwillingspaar namens Sean und Amelie, das 2005 auf die Welt gekommen ist. Kate McCann hat eine Teilzeitstelle als Ärztin und kümmert sich in erster Linie um die drei Kinder. Wie so viele europäische Familien buchen die McCanns ihre Urlaube gern mit anderen Familien zusammen. Im Mai 2007 geht es für die Familie an die portugiesische Algarve. Nichts ahnt, was diese Reise auslösen und dass ein Familienmitglied nicht nach Hause zurückkehren würde. Am Samstag, den 28. April 2007, machen sich die McCanns auf den Weg in die portugiesische Algarve. Sie sind mit Freunden unterwegs. Insgesamt sind 9 Erwachsene und deren Kinder dabei. Sie buchen sich im Ocean Club in Praia da Luz ein, einer großen Ferienanlage für ruhige Familienurlaube. Das Urlaubsresort wird 2007 vom britischen Unternehmer Mark Warner Holidays betrieben und ist bei Briten sehr beliebt. Die Anlage besteht aus vielen Apartments und Häusern, in denen die Urlauber während ihres Aufenthalts wohnen können. Neben mehreren Pools und Tennisplätzen gibt es auch einen Kids Club, in dem Eltern ihre Kinder tagsüber betreuen lassen können, um auch abseits des Familienalltags etwas entspannen zu können. Im Kids Club können sich die Kinder untereinander kennenlernen und austauschen. Für jede Altersklasse gibt es das passende Unterhaltungsprogramm und Spielangebot. Kurzum, der Ocean Club ist 2007 der perfekte Urlaubsort für eine britische Familie mit mehreren jungen Kindern, die dem Alltag entfliehen und etwas Erholung haben möchte. Die Familie McCann ist im Apartment 5A untergebracht, welches 2 Zimmer hat und im Erdgeschoss liegt. In einem Zimmer schlafen Kate und Gary, in dem anderen Maddie sowie Sean und Amelie, wobei sich die Zwillinge ein Bett teilen. Am Donnerstag, den 3. Mai 2007, verbringen die McCanns Zeit am Swimmingpool des Ocean Club Resorts.
Später bringen Kate und Gary ihre drei Kinder zur hoteleigenen Kinderbetreuung, um Tennis spielen zu gehen. Um etwa 17.30 Uhr holt Kate die drei Kinder aus dem Kids Club ab. Vor allem die dreijährige Madeline ist sehr müde, sodass sie sofort einschläft, als sie von Kate in ihr Bett gelegt wird. Auch Gary sagt den Kindern gute Nacht und nachdem auch die Zwillinge schlafen, macht Kate sich für den Abend fertig. Die McKens möchten noch mit ihren Freunden ausgehen. Kate trinkt ein Glas Rotwein, während ihr Ehemann sich ebenfalls noch einmal frisch macht. Laut einer späteren Aussage Garys sind die beiden seit der Geburt der Kinder nur einmal miteinander ausgegangen, sodass die beiden sich sehr auf den gemeinsamen Abend freuen. Gegen 20.30 Uhr bricht das Ehepaar McKen zu einer etwa 80 Meter vom Apartment entfernten Tapasbar auf, die sich ebenfalls auf dem Gelände des Ocean Club befindet. Um von der Wohnung zur Bar zu gelangen, muss man nur am Pool entlanglaufen und einen Torbogen passieren. Der direkte Blick auf das Apartment wird lediglich von ein paar Oleanderbüschen versperrt. In der Bar treffen sich die McKens mit ihren Freunden, die ebenfalls aus Großbritannien nach Praia da Luz gereist sind, und essen gemeinsam zu Abend. Es ist mit den Freunden abgemacht, dass jemand aus der Gruppe alle 20 bis 30 Minuten nach den Kindern sieht, um zu schauen, ob bei ihnen alles in Ordnung ist und sie ruhig schlafen. Gegen 21 Uhr kommt ein Freund der Familie, Matthew Oldfield, ebenfalls in der Tapasbar an und erzählt den McKens, alles sei ruhig gewesen, als er eben an ihrem Apartment vorbeigegangen sei. Dennoch steht Gary um ungefähr 21.05 Uhr auf, um zum ersten Mal an diesem Abend selber nach seinen Kindern zu schauen. Durch die Verandatür, die nicht abgeschlossen ist, geht er zum Kinderzimmer, um nach den drei Geschwistern zu schauen. Sowohl die Zwillinge Sean und Amelie, als auch die älteste Tochter Madeline liegen ruhig in ihren Betten und schlafen. Um ca. 21.25 Uhr ist dann Kate an der Reihe, um den Kontrollgang zu machen. Doch Matthew bietet ihr an ihrer Stelle zu gehen. Er geht in das Apartment, nicht aber in das Kinderzimmer. Stattdessen lauscht er und hört nichts als Stille, bis auf ein leises Geräusch, als würde sich eines der Kinder im Schlaf etwas umdrehen. Daraus schließt er, dass die Kinder weiterhin ruhig schlafen. Deswegen macht er sich auf den Weg zurück zur Bar. Um 22 Uhr geht Kate dann schließlich selbst zum Apartment 5A und schaut nach dem Rechten. Auch sie betritt die Wohnung durch die Terrassentür. Schon vom Eingangsbereich aus sieht sie im Kinderzimmer mehr Licht als erwartet. Die Tür steht ein Stück offen. Als sie die Tür öffnen will, wird sie vom Wind zugeschlagen. Sie öffnet sie wieder und betritt das Zimmer. Die Zwillinge Sean und Amelie schlafen in ihren Betten. Vor Madelines Bett stehen ihre Sandalen. Ihr Kuscheltier Cuddly Cat liegt neben ihrem Kopfkissen. Doch das Kissen ist leer. Und die dreijährige Madeline liegt nicht mehr in ihrem Bett. Das Fenster ist weit geöffnet. Kate läuft sofort zurück zur Bar und informiert ihren Ehemann und die Freunde über die Abwesenheit Madelines und Panik bricht aus. Sofort wissen sie, dass etwas Schlimmes passiert sein muss. Schon in den ersten Momenten, nachdem sie gesehen hat, dass Madeline nicht in ihrem Bett liegt, soll Kate McKen gerufen haben, dass ihre kleine Tochter entführt wurde. Natürlich sind nicht nur die McKens, sondern auch ihre Freunde und andere Gäste erschrocken darüber, dass eines der Kinder nicht mehr im Apartment 5A ist. Sofort organisieren sich unter den Urlaubern kleinere Suchtrupps, die den gesamten Ocean Club und seine Umgebung nach der dreijährigen Madeline absuchen. Die McKen setzen alle Hebel in Bewegung, um möglichst schnell Aufmerksamkeit um das Verschwinden ihrer kleinen Tochter zu generieren und kontaktieren ihre Freunde in Großbritannien. Über mehrere Ecken werden Kontakte zu Nachrichtenmoderatoren und Politikern hergestellt, sodass Maddies Verschwinden schnell in der Tagespresse platziert wird. Auch die portugiesische Polizei wird schnell tätig und veranlasst mehrere große Suchaktionen durch hunderte Polizei- und Feuerwehrbeamte sowie weitere freiwillige Helfer. Laut dem zuständigen Polizeidirektor beginnt die Polizei schon 30 Minuten, nachdem die McKens die Polizei informiert haben, mit der Durchsuchung der näheren Umgebung. Weiter werden auch die Behörden an den Flughäfen und Grenzübergängen informiert. Denn sollte Madeline tatsächlich, wie von ihrer Familie vermutet, entführt worden sein,
muss die Flucht eines möglichen Entführers über die portugiesisch-spanische Grenze verhindert werden. Später wird auf die mangelnde Sicherung der Ferienwohnung der McCanns durch die Polizei kritisiert. Falls es dort tatsächlich entscheidende Spuren gegeben hat, werden diese durch Freunde, Polizisten und Angestellte des Resorts zerstört, die hoffen, Madeline schnell wiederzufinden und im Ferienapartment eigenständig nach Spuren suchen. Auch das Fenster und die Terrassentür werden mehrfach von verschiedenen Menschen angefasst, sodass kaum deutliche Abdrücke zu sichern sind. Auch Fußspuren sind durch die Suchhunde und Ermittler nicht aufzunehmen. Eine Freundin der McCanns, Jane Tanner, die ebenfalls mit nach Praia da Luz gereist ist, sah gegenüber der Polizei aus, sie habe gegen 21.30 Uhr einen Mann gesehen, der auffällig gewesen sei. Dieser sei aus der Richtung des Apartments der McCanns gekommen und habe dabei ein in eine Decke gewickeltes Kind auf seinem Arm getragen, dessen Schlafanzug ebenso rosa gewesen sei wie der, den Madeline am Abend ihres Verschwindens getragen hat. Dieser Mann sei mit einem dunklen Jackett, einer hellen Hose und schwarzen Schuhen bekleidet gewesen. Weiterhin sei er weiß, etwa 1,70 Meter groß, mit längeren Haaren und ungefähr zwischen 35 und 40 Jahre alt. Natürlich ist Jane Tanner am Abend des 3. Mai noch nicht bewusst, wie relevant und wichtig diese Beobachtung sein wird. Die Uhrzeit, zu der Jane Tanner den Mann gesehen haben will, passt eigentlich genau. Die Sichtung war nämlich etwa gegen 21.30 Uhr, zu dem Zeitpunkt, an dem die letzte Kontrolle stattgefunden hat. Denn Matthew kontrollierte das Apartment um ungefähr 21.25 Uhr. Möglicherweise wären genau das die 5 Minuten, in denen ein Entführer den Kontrollgang abgepasst und Madeline aus ihrem Zimmer entführt haben könnte. Tatsächlich wird die Beschreibung der beobachteten Person erst am 24. Mai 2007, also mehr als 3 Wochen nach Maddys Verschwinden, von der portugiesischen Polizei veröffentlicht. Und tatsächlich nur durch den Druck von Gordon Brown, dem damals frisch ernannten Premierminister Großbritanniens, veröffentlichten die portugiesischen Behörden diese Information. Doch als die Polizei zu einem späteren Zeitpunkt Ermittlungen zu dieser Sichtung anstellt, ist das Ergebnis ernüchternd. Zwar kann der Mann ausfindig gemacht werden, jedoch handelt es sich bei ihm um einen Urlauber, der sein eigenes Kind im Arm getragen und ins Bett gebracht hat. Diese zunächst so verheißungsvolle Beobachtung stellte sich somit als irrelevant heraus. Unabhängig von der Sichtung durch Jane Tanner gibt es noch ein irisches Ehepaar, das eine ähnliche Beobachtung gemacht haben will. Die Eheleute Martin und Mary Smith wollen um etwa 22 Uhr gesehen haben, wie ein Mann ein Kind in einem rosafarbenen Pyjama eine Seitenstraße entlang getragen hat. Diese Sichtung trug sich also etwa 40 Minuten später zu als die von Jane Tanner. Handelt es sich bei dieser zweiten Sichtung möglicherweise tatsächlich um Maddie und ihren Entführer? Oder doch nur um eine weitere Zufallsbegegnung? Die Sichtung und die Identität des Mannes konnten bis heute nicht bestätigt werden. Möglicherweise sind die Smith also tatsächlich Zeugen der Entführung der 3-jährigen Madeline McCann geworden. Mit jedem Tag, den Maddie verschwunden bleibt, steigt der internationale Druck auf die Ermittler nur noch mehr. Sie gehen davon aus, dass Maddie noch lebt und nicht allzu weit von dem Ort ihrer mutmaßlichen Entführung entfernt sein kann. Am 9. Mai, 6 Tage nach dem Verschwinden der kleinen Maddie, wendet sich eine Norwegerin an die Polizei, die derzeit Urlaub in Marokko macht. Sie gibt an einer Tankstelle einen Mann und ein kleines Mädchen gesehen zu haben, das zu der Beschreibung von Maddie passt. Das kleine Mädchen soll den Mann gefragt haben: Kann ich Mama bald sehen? Erst im Nachhinein ist ihr die Situation merkwürdig vorgekommen. Diese Sichtung deckt sich mit einer weiteren in der marokkanischen Großstadt Marrakesch, wo ein weiterer Zeuge ein Mädchen mit großer Ähnlichkeit zu Maddie in der Nähe des Ibis-Hotels in Marrakesch gesehen haben will. Sicherlich wisst ihr, dass solche Sichtungsmeldungen immer mit Vorsicht zu genießen sind. Doch dass hier am gleichen Tag, im gleichen Land, Sichtungen gemeldet werden, ist schon auffällig. Dennoch häufen sich schon bald angebliche Sichtungen Maddies in vielen europäischen Ländern wie Malta, Belgien oder Spanien.
Während erste Verdächtige ausgemacht und die Ermittlungen vorangetrieben werden, machen sich Kate und Gary McCann auf eine wahre Pressetournee durch Europa auf. In vielen verschiedenen Ländern geben sie Pressekonferenzen, um internationale Medienhäuser auf das Verschwinden ihrer dreijährigen Tochter aufmerksam zu machen. Dabei erhalten die McCanns auch viel Unterstützung durch ihre Freunde, auch finanzieller Natur. So setzen einige Freunde der McCanns beispielsweise hohe Belohnungen für nützliche Hinweise aus. Andere finanzieren die Einstellung eines eigenen Pressesprechers. In diesem Kapitel werde ich einige ehemalige Verdächtige und Personen, die mit dem Fall in Verbindung gebracht wurden, vorstellen. Hierbei möchte ich direkt zu Beginn sagen, dass es sich um ehemalige Verdächtige und hypothetische Verbindungen handelt. Wenn die Polizei nicht mehr gegen diese Menschen ermittelt, müssen wir als Betrachter des Falles von außen davon ausgehen, dass sie nichts mit dem Verschwinden von Maddie zu tun haben. Dennoch finde ich es wichtig, hier die damaligen Ermittlungen vorzustellen, um ein gutes Gesamtbild von dem Fall präsentieren zu können. Einer der ersten Verdächtigen im vermissten Fall Madeleine McCann ist der damals 32-jährige britische Immobilienmakler Robert M. Robert ist selbst Vater einer vierjährigen Tochter, von der Mutter des Kindes jedoch geschieden. Er lebt seit 3 Jahren gemeinsam mit seiner damals 71-jährigen Mutter in der Casa Liliana, einem Haus in Praia da Luz. Er wird zwischenzeitlich von der portugiesischen Polizei festgenommen, jedoch noch am selben Abend wieder entlassen, nachdem sein Haus und sein Grundstück gründlich, aber ergebnislos durchsucht wurden. Der Hinweis auf Robert M. kam wohl durch eine britische Journalistin, die vor Ort in Praia da Luz über das Verschwinden von Maddie berichtet hatte. Gegenüber den Presseleuten habe Robert sich merkwürdig verhalten. Fast so, als würde er selbst zum Ermittlerteam gehören. Außerdem habe er sich bei Fragen zu seiner Person versucht rauszureden. Tatsächlich sucht Robert am 4. Mai den Oceans Club auf, um die Polizei zu unterstützen. Da er sowohl Portugiesisch als auch Englisch spricht, kann er bei der Verständigung zwischen den Beamten und den britischen Urlaubern helfen. Dabei tritt er jedoch derart einnehmend auf, dass er den Journalisten bald verdächtig vorkommt. Während der Ermittlungen stellt sich heraus, dass er in der Nacht des 3. Mai mehrmals mit seinem Bekannten Sergei M. telefoniert hat. Als die Polizei aber Sergei M. diesbezüglich befragt, sagt dieser aus, er habe seit Monaten keinen Kontakt mehr zu Robert, was aufgrund der vielen Telefonate ja eine offensichtliche Lüge ist. Robert sagt dazu, er könne sich an die Telefonate nicht erinnern. Zudem leiht Robert sich 2 Tage, bevor er von der Polizei verhört wird, ein Auto bei einem örtlichen Anbieter, weil sein eigenes kaputt sei und er zur Arbeit nach Portimao fahren müsse. Doch als Robert das Auto zurückbringt, zeigt das Tachometer einem Bericht zufolge mehr als 500 gefahrene Kilometer an, obwohl es von Praia da Luz, Roberts Wohnort, nach Portimao gerade einmal 25 Kilometer sind. Was also hat es mit den vielen gefahrenen Kilometern und den Telefonaten mit Sergei in der Nacht des 3. Mai 2007 auf sich? Obwohl diese Fragen nicht geklärt werden können, wird Robert M. wieder freigelassen. Auf seinem Grundstück finden sich keinerlei Hinweise darauf, dass er mit Madeleines Verschwinden etwas zu tun haben könnte. Auch hat er ein Alibi, da er den gesamten Abend des 3. Mai 2007 mit seiner Mutter zu Hause verbracht und gemeinsam mit ihr ferngesehen hat. So zumindest die Aussage seiner Mutter. 2 britische Urlauberinnen, die zur gleichen Zeit wie die McCanns Urlaub im Oceans Club in Praia da Luz gemacht haben und die Familie dort auch kennenlernten, widersprechen dem Ganzen aber. Sie geben an, Robert am Abend von Maddies Verschwinden zwischen 22.30 Uhr und 23 Uhr in der Nähe des Apartments der McCanns dabei gesehen zu haben, wie er eine Zigarette rauchte. Doch Robert bleibt bei seiner Version, dass er den ganzen Abend zu Hause war. Auch Polizisten, Schaulustige und Helfer, die am 3. Mai vor dem Apartment 5A in Praia da Luz waren, können sich nicht daran erinnern, ihn dort gesehen zu haben. Somit kann man wohl davon ausgehen, dass es sich bei der Sichtung der beiden britischen Urlauberinnen um eine Verwechslung gehandelt hat. Robert M. war auch kooperativ und hat an der 2019 auf Netflix erschienenen Doku über den Fall Madeleine McCann als Interviewpartner mitgewirkt und seine Perspektive sehr offen geschildert.
Euclides Monteiro arbeitet bis 2006 im Ocean Club Resort, in dem die McKenns 2007 Urlaub machen. Ein Jahr vor Maddys Verschwinden wird er jedoch entlassen, nachdem er beim Klauen erwischt wurde. Danach lebt er weiterhin in Lagos, etwa 15 Minuten von Praia da Luz entfernt. In der Nacht des 3. Mai 2007 soll sein Mobiltelefon in einer Funkzelle in der Nähe des Ocean Club eingeloggt gewesen sein. Monteiro saß vorher schon einmal für 5 Jahre im Gefängnis, wegen Raubes. Und soll auch schon einmal Fokus von Ermittlungen wegen des sexuellen Missbrauchs Minderjähriger gewesen sein, bei denen Mädchen in Ferienunterkünften missbraucht wurden. Zwar wird Monteiro von der Polizei verdächtigt und auch kurzzeitig festgenommen, jedoch wird er aufgrund des Mangels an Beweisen wieder kurze Zeit später freigelassen. Im Fall von Maddy zieht die Polizei in Erwägung, Monteiro könnte zu seiner ehemaligen Arbeitsstätte im Ocean Club Resort zurückgekehrt sein, um sich in irgendeiner Form an seinem ehemaligen Arbeitgeber zu rächen. Doch abgesehen von den früheren Verdächtigungen, bei denen es jedoch zu keiner Verurteilung kam und der Tatsache, dass sein Mobiltelefon in der Nähe eingeloggt war, gibt es keine weiteren Hinweise darauf, dass er Maddy entführt haben könnte. Doch die Erklärung dafür, dass es keine Beweise gegen ihn gibt, könnte sich laut eines Berichts der britischen Zeitung The Sun aus 2019 recht einleuchtend gestalten. Zu Beginn der Ermittlungen ist die Liste gegenwärtiger und ehemaliger Mitarbeiter des Ocean Clubs, die den Ermittlern vorliegt, lückenhaft. Denn der Name von Monteiro taucht auf ihnen nicht auf. Nachdem er später ermittelt wird und die Telefondaten auffallen, ist eine Befragung von ihm zwar angesetzt, doch 2009 verstirbt Monteiro bei einem Unfall. Das heißt, er konnte gar nicht mehr befragt werden. Hierzu muss man aber auch sagen, dass Quellen wie The Sun im britischen Raum mit Vorsicht zu genießen sind. Zwar hat das Boulevardblatt eine enorm große Leserschaft, doch die Artikel sind oftmals plakativ und reißerisch gestaltet. 2014 wird auch Anthony Woodhouse, ein Brite, der aufgrund eines Sexualdelikts an einer 14-jährigen zu 17 Jahren Gefängnisstrafe verurteilt wurde, von den Ermittlern befragt. Er beging seine Straftat 1998, befand sich danach allerdings bis zu seiner Festnahme 2008 für 20 Jahre auf der Flucht. In dieser Zeit soll er unter anderem an der portugiesischen Algarve, wo Madeline verschwand, gelebt und dort eine Reinigungsfirma geführt haben. Auch Woodhouse kann man keine Beteiligung an einem Verbrechen an Madeline nachweisen. Er stirbt 2017 in Haft an den Folgen einer Leberzirrhose. 2009 finden Privatdetektive, die von den McKenns engagiert wurden, heraus, dass zu der Zeit des Aufenthalts der McKenns im Ocean Club in Praia da Luz eine möglicherweise für die Ermittlung interessante Person in relativer Nähe war. Der britische pädophile Straftäter Raymond Hewlett hielt sich im Mai 2007 nur eine Stunde von Praia da Luz entfernt auf. Hewlett wurde schon mehrfach wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern verurteilt und saß bereits 3-mal im Gefängnis. Doch er gibt an, mit dem Verschwinden von Maddy nichts zu tun zu haben. Auch wird er nie offiziell verdächtigt, sondern ist lediglich eine Person, die im Zuge der Ermittlung untersucht wird. Gegenüber den Privatdetektiven möchte Hewlett nicht sagen, wo er sich in der Nacht des 3. Mai 2007, als Madeline verschwand, aufgehalten hat. Hewlett wird zum Zeitpunkt seines Bekanntwerdens als möglicher Verdächtiger wegen einer Krebserkrankung in Deutschland behandelt. Die britische Daily Mail verweist in einem Artikel auf die Bild-Zeitung, die aus deutschen Polizeikreisen erfahren haben will, dass Hewlett zugegeben habe, Maddy 2-mal kurz gesehen zu haben. Doch es gibt auch erhebliche Zweifel an den Äußerungen Hewletts, denn immer wieder verlangt er für tiefergehende Antworten Geld von Journalisten oder den Privatermittlern. Dadurch liegt natürlich der Verdacht nahe, Hewlett würde sich in dem Fall nur profilieren wollen, um selbst finanziell davon profitieren zu können. Raymond Hewlett wird nie offiziell beschuldigt und eine Verbindung zu Madeline McKenn kann ihm nie nachgewiesen werden. 2010 stirbt er infolge seiner Krebserkrankung. Unter den Ermittlern gibt es auch die Theorie, es könnten am Abend des 3. Mai 2007 möglicherweise Diebe auf dem Gelände des Ocean Club Resort in Praia da Luz unterwegs gewesen sein. Die Zeit am frühen Abend, wenn viele Familien noch beim Essen oder gerade auf dem Heimweg von ihren täglichen Aktivitäten sind, könnte für Einbrecher ein attraktives Zeitfenster zum Begehen von Straftaten sein. Zumal es in einem schicken Familienresort sicherlich ausreichend Beute gäbe.
Möglicherweise könnte jemand versucht haben, ins Apartment 5A einzubrechen und Madeline dabei aufgeweckt haben. Eine Entführung von Madeline könnte demnach möglicherweise eine bloße Panikreaktion gewesen sein. Denn angenommen, die Dreijährige hätte einen Einbrecher und somit eine fremde Person in ihrem Schlafzimmer bemerkt und dann angefangen zu schreien. Dadurch hätte sie den oder die Einbrecher ja in erhebliche Gefahr gebracht, entdeckt zu werden. 2014 wurden 4 Portugiesen von der Polizei befragt. Sie rückten deshalb in den Fokus der Ermittler, weil ihre Telefondaten vom 3. Mai 2007 als sehr auffällig gewertet wurden. So sollen sich alle 4 zumindest in der Nähe des Ocean Club aufgehalten und über den Abend besonders intensiven telefonischen Kontakt untereinander gepflegt haben. In Quellen ist auch von nicht näher definierten Hintergründen die Rede, die die Ermittler aufhorchen ließen. Doch ein Verdacht gegen die 4 Männer erhärtet sich nicht und ihre Beteiligung am Verschwinden von Maddie kann ausgeschlossen werden. Anfang September 2007 werden Kate und Gary getrennt voneinander erneut von der portugiesischen Polizei verhört. Am 7. September 2007 wird das Ehepaar McKenna offiziell zu Verdächtigen erklärt. Der Hintergrund dieser Verdächtigung beginnt schon einen Monat zuvor, Anfang August 2007. Gemeinsam mit Spürhunden durchsuchen Ermittler noch einmal die Ferienwohnung in Praia da Luz. Dabei finden die auf Leichengeruch trainierten Spürhunde tatsächlich Fährten in der Wohnung. Und das, obwohl es im Apartment 5A noch nie zuvor einen Todesfall gegeben hat. Laut einem Bericht der Süddeutschen hätten die Hunde nicht nur hinter dem Sofa und im Kleiderschrank, sondern auch an Kleidern von Kate McKenn, Madelines Plüschkatze und dem Mietwagen der McKenns angeschlagen. Im Mietwagen finden die Hunde auch Blutspuren. Daraufhin entwickelt die portugiesische Polizei die These, Madeline habe den Hotelkomplex womöglich nie lebend verlassen, sondern sei in der Ferienwohnung ermordet worden. Demnach sei die Dreijährige dort zwischen 17.30 Uhr, als sie aus dem Kids Club abgeholt wurde, und 22 Uhr, als Kate McKenn das Verschwinden der Tochter meldete, getötet worden. Die unvergleichliche Medienkampagne der McKenns sei ein reines Ablenkungsmanöver gewesen, um jeglichen Verdacht von den Eltern abzuwenden. Doch ist es wirklich denkbar, dass 2 Elternteile ihr gemeinsames Kind, das sie sich jahrelang gewünscht haben, umbringen und danach gemeinsam mit ihren Freunden zu Abend essen, um weniger verdächtig zu wirken? Dazu kommt, dass die im Mietwagen von Kate McKenn gefundenen Blutspuren Maddie bei Untersuchungen nicht zugewiesen werden konnten. Sie können also genauso gut von einem der Erwachsenen oder sogar einem Vormieter des Autos stammen. Nachdem die Eltern nun offiziell als Verdächtige gelten, dürfen sie bei Fragen der Polizei von ihrem Schweigerecht Gebrauch machen. Als Kate McKenn befragt wird, stellt die Polizei ihr 48 Fragen. Sie beantwortet keine einzige von ihnen. Sie wird unter anderem nach der Auffindesituation des leeren Zimmers gefragt, nach ihren beruflichen Hintergründen und nach ihren und ihrem Verhalten während der Suchmaßnahmen. Nur eine einzige Frage beantwortet Kate McKenn den Beamten. Sind Sie sich bewusst, dass Sie, indem Sie nicht auf unsere Fragen antworten, die Ermittlungen aufs Spiel setzen, durch die man herausfinden will, was mit Ihrer Tochter geschehen ist? Darauf erwidert Kate lediglich, ja, wenn es das ist, was die Ermittler glauben. Anscheinend sorgt sich Kate darum, die Ermittlungen durch mögliche Aussagen in ihre Richtung zu lenken. Aber genau damit erwirkt sie, dass es so kommt. Sie wirkt für die Ermittler immer verdächtiger. Als die McKenns später aufgefordert werden, die Geschehnisse des 3. Mai mit ihren Freunden genau nachzustellen, weigern sich alle. Am 10. September 2007 kehren Gary und Kate zurück nach Großbritannien, um sich trotz der Ermittlungen und der Suche nach Madeline um die 2-jährigen Zwillinge Amelie und Sean kümmern zu können. Am Flughafen wartet die britische Presse auf die beiden. Vor ihnen gibt Gary ein kurzes Statement. Es gibt so viel, worüber wir gern sprechen würden. Doch können wir hier nur so viel festhalten. An dem Verschwinden unserer allerliebsten Tochter Madeline waren wir nicht beteiligt. Bei weiteren Interviews mit britischen Medien sagen die McKenns, die portugiesischen Ermittler hätten versucht, Kate zu einem Geständnis zu zwingen.
Sie sollte dazu gebracht werden, auszusagen, sie hätte ihre dreijährige Tochter Madeline versehentlich durch eine Überdosis Beruhigungsmittel getötet und dann die Leiche des kleinen Mädchens verschwinden lassen. Laut ihnen sei diese Taktik der portugiesischen Polizei wohl ein letzter Ausweg, ehe man sich eingestehen müsste, dass man bei den Ermittlungen nicht vorankomme und dem Fall nicht gewachsen sei. Am 19. September 2007 gibt der zuständige Generalstaatsanwalt bekannt, es gebe keine ausreichende Menge an Beweisen, die es rechtfertigen würde, die McCanns weiterhin kritisch zu befragen und als verdächtig zu sehen. Der portugiesische Chefermittler Gonçalo Amaral holt im Oktober 2007 zu einem Gegenschlag aus, indem er behauptet, die britischen Medien hätten sich der Entführungsthese rund um Madelines Verschwinden zu vorschnell angenommen und einseitig berichtet. Infolge dieser Vorwürfe wird Amaral aus seinem Amt entlassen. Auch sein Nachfolger Lípio Libero behält seinen Posten nicht lang. Er gibt ihn im Mai 2008, ein Jahr nach Madelines Verschwinden, ab, ehe die portugiesischen Behörden die Ermittlungen am 21. Juli 2008 vollständig einstellen. Weder Robert M. noch Kate und Gary McCann werden von ihnen länger als verdächtige Personen eingestuft. Nur wenige Tage später veröffentlicht der ehemalige Chefermittler Gonçalo Amaral sein Buch mit dem Titel »Die Wahrheit über die Lüge«. In diesem stellte die These auf, Madeline sei versehentlich zu Tode gekommen, woraufhin ihre Eltern die Entführung des Kindes vorgetäuscht und die Leiche verschwinden lassen hätten. Die McCanns verklagen ihn daraufhin und erwirken einen vorläufigen Verkaufsstopp in Portugal. 2007 geraten die McCanns außerdem in Kritik, weil sie einen Teil von den 1 Million Pfund Spenden, die zusammengekommen sind, um bei der Suche nach Maddie zu helfen, dafür benutzen, um die Hypothekenrate für ihr Haus abzubezahlen. Demnach sollen sie für den Juli und August 2007 jeweils 2000 Pfund von dem gesammelten Geld verwendet haben, um den Kredit für 460.000 Pfund teures Haus zu tilgen. Der Sprecher der McCanns verteidigt dies jedoch und weist darauf hin, dass weder Kate noch Gary seit dem Verschwinden von Madeline gearbeitet haben und die Spendengelder sehr wohl auch dazu gedacht seien, der Familie anderweitigen Stress abzunehmen. Im November 2007 kehrt Gary McCann schließlich, etwa ein halbes Jahr nach dem Verschwinden seiner Tochter, zurück zu seiner Arbeit als Kardiologe. Die Familie McCann hat in den Jahren seit Maddies Verschwinden immer wieder Gerichtsverfahren, die mit Behauptungen oder Anschuldigungen gegen Kate und Gary einhergehen. Neben dem Rechtsstreit bezüglich des Buches von Gonçalo Amaral reichen die McCanns unter anderem im August 2007, also noch vor ihrer offiziellen Verdächtigung, eine Beleidigungsklage gegen eine portugiesische Zeitung ein. Diese hatte schon vorab berichtet, dass die portugiesische Polizei davon ausgehe, dass Kate und Gary ihre Tochter umgebracht haben. Nachdem ihr jetzt wisst, auf welche Person sich die Ermittlungen im Fall Maddie zu welcher Zeit bezogen haben, möchte ich noch einmal im Jahr 2008 ansetzen und sonstige nennenswerte Ereignisse ab diesem Jahr vorstellen. So gibt es Anfang des Jahres 2008 unter anderem Gespräche zwischen den Eltern von Madeline und dem Filmproduzenten IMG. Es steht zur Debatte, Maddies Schicksal zu verfüllen. Diese Gespräche geschehen vor dem Hintergrund, dass die umfangreichen Kampagnen und Engagements von Kate und Gary McCann allmählich zu einer Erschöpfung der angesetzten Hilfsfonds führen. Doch das Projekt wird nicht realisiert. Die auslaufenden Geldmittel werden bald wieder aufgefüllt, als die britischen Zeitungen Daily Express und Daily Star sich offiziell bei den McCanns für einige ihrer veröffentlichten Artikel entschuldigen, in denen die Familie offiziell beschuldigt oder verdächtigt wurde. Als Entschädigung zahlen die beiden Zeitungen eine Summe in Höhe von mehr als 500.000 Pfund, die von nun an bei der Suche nach Madeline eingesetzt werden soll. 2008 erhält übrigens auch Robert M., der ehemals Verdächtige, von dem ich euch erzählt habe, eine Entschädigungszahlung in Höhe von 600.000 Pfund, nachdem 11 britische Zeitungen und das Portal Sky News teils diffamierende Artikel über seine angebliche Involvierung im Fall Madeline veröffentlicht hatten. Auch die sogenannten Tapas 7, die 7 Freunde, die am Abend des 3. Mai 2007 mit den McCanns zu Abend gegessen hatten,
erhalten insgesamt 375.000 Pfund Entschädigungszahlung. Im Sommer 2008 wird der Fall von Seiten der portugiesischen Polizei zu den Akten gelegt. Im Abschlussbericht wird den McCanns der verdächtigen Status offiziell aberkannt. Damit stehen sie nun auch ganz offiziell nicht länger unter dem Verdacht, etwas mit der mutmaßlichen Entführung und der Ermordung ihrer Tochter zu tun zu haben. Zwar wird es durch das Auslaufen der Ermittlungen in den folgenden Jahren immer stiller um das Rätsel, um das Verschwinden von Maddie McCann, doch Kate und Gary treten weiterhin regelmäßig auf. Es gibt neue Hinweise und das Ehepaar McCann schreibt sogar ein Buch über die Entführung ihrer Tochter. Der damalige britische Premierminister David Cameron setzt sich dafür ein, dass die britische Metropolitan Police die Ermittlungen im Fall Maddie aufnimmt. Tatsächlich gelingt es der Metropolitan Police in Zusammenarbeit mit Scotland Yard, einige neue Personen von Interesse auszumachen und neue Phantombilder von Personen zu erstellen, die sich im Oceans Club Resort merkwürdig verhalten haben sollen. Die britischen Ermittler arbeiten nicht nur vom Vereinigten Königreich aus, sondern auch vor Ort in Portugal, können jedoch nach wie vor keine eindeutigen Spuren finden. Im Laufe der Ermittlungen werden immer wieder auch bereits verurteilte Täter befragt oder ihre Hintergründe auf eine mögliche Verbindung zum vermissten Fall von Madeleine McCann untersucht. So wird unter anderem eine Verbindung in die Schweiz geprüft. Womöglich soll der Schweizer Urs Hans von Esch zum Zeitpunkt von Madeleines Verschwinden in Portugal gewesen sein. Er lebt damals im Nachbarland Spanien. Knapp 3 Monate nach Maddies Verschwinden entführte und ermordete er mutmaßlich ein 5-jähriges Mädchen, das einige Ähnlichkeiten zu Maddie aufweist. Auch soll von Esch in Südspanien mit einem weißen Kastenwagen unterwegs gewesen sein und genau solch ein Fahrzeug soll im Tatzeitraum in Praia da Luz aufgefallen sein. Doch von Esch kann nicht befragt werden. Nur einen Tag nach der Entführung des 5-jährigen Kindes in der Schweiz begeht er Suizid. Eine reelle Verbindung nach Praia da Luz und damit zum vermissten Fall Maddie kann von Esch nie nachgewiesen werden. Sicherlich habt ihr auch schon einmal etwas vom Maskenmann gehört. So wird Martin Ney mitunter von der deutschen Presse genannt. Er ist ein verurteilter deutscher Serienmörder und pädophiler Straftäter, der 3 Morde und mindestens 40 Sexualstraftaten beging. Seinen Namen Maskenmann erhielt er, weil er maskiert in Schullandheimen, Einfamilienhäuser oder Zeltlager einbrach und seine Opfer dort missbrauchte. Laut Medienberichten soll der seit 2012 inhaftierte Ney gegenüber eines Mitgefangenen über den vermissten Fall Madeleine McCann gesprochen und dabei Täterwissen preisgegeben haben. Er wird von der Polizei befragt, streitet eine Beteiligung an der Tat jedoch strikt ab. Tatsächlich hat Martin Ney in den 90er Jahren des Öfteren Urlaub in der Region gemacht und hat zum Zeitpunkt der Tat in einem kirchlichen Obdachlosencamp in der Nähe von Praia da Luz gearbeitet. Und hat tatsächlich auch eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Phantombild eines Mannes, der am 3. Mai im Oceans Club gesehen wurde. Doch die Polizei betont immer wieder ausdrücklich, dass Ney kein Verdächtiger im Fall Madeleine McCann ist. Jedoch will eine Frau, die damals im Oceans Club Resort gearbeitet hat, in der 2019 auf Netflix veröffentlichten Dokumentation zum Fall Maddie einen weiteren Angestellten in dort gezeigten Videomaterialien erkannt haben und ist sich sicher, diesen Mann gemeinsam mit Martin Ney gesehen zu haben. Möglicherweise beziehen sich Verdächtigungen der Polizei also tatsächlich nicht auf Ney, sondern auf eine weitere Person, mit der er in Kontakt stand. Auch Martin Ney kann keine Verbindung zum Fall Maddie nachgewiesen werden. Am 3. Juni 2020 gibt das Bundeskriminalamt bekannt, dass ein zu diesem Zeitpunkt inhaftierter Sexualstraftäter als Person von Interesse im Fall Maddie gilt. Es ist der heute 45 Jahre alte Christian B. aus Deutschland.
Seit April 2022 gilt er auch von Seiten der portugiesischen Staatsanwaltschaft offiziell als Verdächtiger mutmaßlichen Entführungs- und Mordfall Madeleine McCann. Da er aktuell von Seiten der Ermittler als Hauptverdächtiger gilt und die Beweise gegen ihn konkret sein sollen, möchte ich euch in diesem Kapitel mehr zur Person Christian B. erzählen und darüber, woher der Verdacht gegen ihn rührt. Hier sei kurz gesagt, die Ereignisse aktualisieren sich momentan ständig. Sollte es relevante neue Informationen rund um die Person Christian B. geben, werde ich darüber auf meinem Zweitkanal Insolito Crime News ein Update-Video hochladen. Für dieses Kapitel muss ich eine Triggerwarnung aussprechen. Wenn euch Themen wie Kindesmissbrauch oder Vergewaltigung besonders nahe gehen, dann spult bitte bis zum nächsten Kapitel vor. Zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Videos ist Christian B. im niedersächsischen Braunschweig inhaftiert. Er wurde für die Vergewaltigung einer amerikanischen Touristin verurteilt. Die Tat hat er aber nicht etwa in Deutschland begangen, sondern an der portugiesischen Algarve, unweit des Ortes, in dem 2 Jahre nach seiner Tat im Jahr 2005 die 3-jährige Madeleine McCann verschwand. Aber vielleicht kurz erst einmal zur Person Christian B. Christian B. wird 1976 in Würzburg geboren und wächst bei Pflegeeltern auf. Schon in Jugendzeiten kommt er oft mit dem Gesetz in Berührung. So stand er 1993, also im Alter von gerade einmal 17 Jahren, bereits wegen eines versuchten und eines vollendeten sexuellen Missbrauchs an Kindern vor Gericht. Von seinen Pflegeeltern bekommt Christian laut Berichten von Nachbarn keine Zuneigung. Stattdessen wird er von seinem Pflegevater geschlagen und später in ein Kinderheim gegeben. Im Alter von 15 Jahren begeht er zum ersten Mal Diebstähle. Danach folgt das eben angesprochene Verfahren wegen des sexuellen Missbrauchs eines 6-jährigen Kindes. 3 Tage vor dem Beginn des Prozesses entblößt er sich vor einem 9-jährigen Mädchen. So wird Christian B. als Jugendlicher zu 2 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Schon damals gehen psychiatrische Gutachter davon aus, dass Christian B. voll schuldfähig sei und weitere Verbrechen in der Zukunft nicht ausgeschlossen werden können. Um seine Haftstrafe nicht antreten zu müssen, versucht er nach Portugal zu fliehen. Doch er wird gefasst und muss seine Strafe verbüßen. Nach seiner Entlassung zieht Christian B. 2000 nach Portugal und lebt von dort an der Algarve-Küste, unter anderem in Praia da Luz. Christian B. ist bekannt dafür, in Hotels und Ferienanlagen einzubrechen und dort die Wertsachen der Urlauber zu entwenden. 2005 kommt es dann zu der Vergewaltigung der 72-jährigen Amerikanerin, die ich zu Beginn dieses Kapitels angesprochen habe. Durch die zum Lüften offengelassene Terrassentür verschafft Christian B. sich bewaffnet, mit einem Säbel und Fesselungsmaterial Zugang zum Apartment der Rentnerin und misshandelt und missbraucht daraufhin die Frau in den nächsten Stunden. Vielleicht fragt ihr euch, wie dieses Opfer zu Christian B.'s vorherigen Straftaten und auch zu seiner mutmaßlichen Verbindung im Fall Madeleine McCann passt. Hierzu lässt sich sagen, dass Experten betonen, es scheine Christian B. nicht darum zu gehen, sich explizit an Kindern zu vergehen, sondern als ginge es ihm vorrangig um die Wehrlosigkeit seiner Opfer und verschobene Machtverhältnisse. Viele Jahre später erfahren Ermittler auch von 2 weiteren mutmaßlichen Sexualtaten, die er während seines Aufenthalts in Portugal begangen hat. Christian B., der mittlerweile wegen kleinerer Delikte von der portugiesischen Polizei gesucht wird, wird 2006 gefasst. Er macht falsche Angaben und gibt unter anderem seine Adresse nicht an. Dennoch wird er inhaftiert. Während er im Gefängnis ist, machen sich 2 Bekannte von Christian B. auf den Weg zu seinem kleinen Haus und finden dort neben einer Schusswaffe auch eine Videokamera mit Aufnahmen, die einen mutmaßlichen von Christian B. selbst gefilmten und begangenen sexuellen Missbrauch zeigen. Im April 2007, einen Monat vor Maddys Verschwinden, entblößt sich ein Mann mittleren Alters vor einem jungen Mädchen unweit von Praia da Luz entfernt. Möglicherweise handelt es sich bei diesem Mann um den zu diesem Zeitpunkt wieder freien Christian B. Gesichert ist das aber nicht. Tatsächlich ist das Mobiltelefon von Christian B. am 3. Mai 2007, am Tag von Madeleine McCanns Verschwinden, in der Funkzelle in der Nähe des Ocean Club Resort eingeloggt. Am Tag nach dem Verschwinden von Maddie meldet er sein Auto bei den portugiesischen Behörden ab. Kurz nach Maddies Verschwinden kehrt Christian B. im Mai 2007 nach Deutschland zurück. Nachdem er sich zunächst einige Zeit in Bayern aufhält, verdient er sein Geld als Drogenkurier und ist mit einem auffälligen amerikanischen Campingmobil in ganz Deutschland unterwegs. 2008 fährt er erneut an die portugiesische Algarve.
Im Gespräch mit einem deutschen Touristen sagt er über sein großes Wohnmobil, dass er damit große Mengen Marihuana schmuggeln wolle. Er soll aber auch gesagt haben, dass er damit ein Versteck habe, das so groß sei, dass man darin kleine Kinder verstecken kann. Vor dem Hintergrund seiner Verdächtigung im Fall Madeleine McCann ist diese Aussage natürlich hochbrisant. Mit einer kurzen Zwischenstation in Hannover landet Christian B. Anfang der 2010er Jahre in Braunschweig. Dort eröffnet er einen Kiosk, begeht aber weiterhin Straftaten wie zum Beispiel Diebstähle. 2013 kommt er mit einer 17-jährigen jungen Frau aus der Nachbarschaft zusammen. Christian B. ist damals bereits 37 Jahre alt. Aussagen von ehemaligen Bekannten zufolge hat er in dieser Zeit immer wieder Wutausbrüche, schlägt mindestens einmal sogar seine minderjährige Freundin so sehr, dass sie im Krankenhaus behandelt werden muss. Auch wird Christian B. wieder übergriffig gegenüber eines Kindes und fotografiert sich selbst bei der Tat. 2013 ist auch das Jahr, in dem Kate und Gary McCann bei einer Sondersendung von Aktenzeichen XY auftreten, um neue Aufmerksamkeit auf das Verschwinden ihrer Tochter zu lenken. Tatsächlich führt der Hinweis eines Zuschauers dazu, dass Christian B. eine Vorladung bekommt. Allerdings als Zeuge und nicht als Verdächtiger. Das ist problematisch, denn sollte Christian B. wirklich ein Verdächtiger im Fall von Maddie sein, weiß er nun, dass die Beamten seinen Namen kennen und ihn mit dem Verschwinden in Verbindung bringen könnten. Damit hätte er reichlich Zeit, um mögliche Beweismittel verschwinden zu lassen und Spuren zu verwischen. Nach der ergebnislosen Zeugenvernehmung von Christian B. ist das Verschwinden von Madeleine McCann auch in seinem Bekanntenkreis immer wieder Thema. Seinem ehemaligen Umkreis zufolge trifft er unter anderem die Äußerung, dass Maddie ohnehin längst tot und die Leiche sicherlich gut versteckt sei. Parallel ist Christian B. im Darknet aktiv. Chatprotokolle zeigen, dass er eine Nachricht verfasst mit dem Inhalt: etwas Kleines einfangen und tagelang benutzen. Das wär's. Als sein Chatpartner einlenkt, dass das keine ungefährliche Sache sei, antwortet er: ach, wenn die Beweise hinterher vernichtet werden? Christian B.'s junge Freundin zeigt ihn zu einem späteren Zeitpunkt aufgrund seiner Gewaltausbrüche an. Bei einer Durchsuchung wird unter anderem eine Videokamera mit kinderpornografischen Materialien, die B. selbst erstellt hat, gefunden. In einer Gartenlaube, die er angemietet hat, findet sich ein Loch im Boden, das er mit Schwerlastplatten verdecken will. Dieses Loch erinnert an einen kleinen Keller, in dem man durchaus etwas oder leider auch jemanden verstecken könnte. 2016 versteckt Christian B. sich dann in einer Fabrikruine in Neuwegersleben in Sachsen-Anhalt. Als die Ermittler ihn dort aufspüren, finden sie neben der begrabenen Leiche seines Hundes auch 6 USB-Sticks und 2 Speicherkarten mit kinderpornografischen Materialien. Auf mindestens 100 der über 8000 Aufnahmen ist Christian B. selbst zu sehen. Außerdem findet man im Inneren seines amerikanischen Wohnmobils Kinderkleidung, darunter auch mehrere Badeanzüge für junge Mädchen. Während der Durchsuchung des Geländes durch die Polizei versteckt Christian B. sich und beobachtet die Aktion von der Ladefläche eines Autos aus, ohne von den Ermittlern entdeckt zu werden. Er flüchtet 2017 erneut an die portugiesische Algarve, wo er bei verschiedenen Bekannten unterkommt. Auch dort macht er sich wieder strafbar, indem er nahe eines Spielplatzes vor 2 Kindern masturbiert. Durch das Engagement von mehreren anwesenden Eltern gelingt es, Christian B. festzuhalten, bis die portugiesische Polizei anrückt, um ihn festzunehmen. Von dort wird er nach Deutschland überführt, wo er wegen Besitzes von kinderpornografischen Schriften zu mehr als einem Jahr Haftstrafe verurteilt wird. Nach der Verbüßung dieser Haftstrafe fährt er nach Italien, wo er wiederum wegen eines Drogendelikts festgenommen wird. Zeitgleich klagt die Braunschweiger Staatsanwaltschaft ihn auch wegen der bereits angesprochenen Vergewaltigung der 72-jährigen Amerikanerin an. Eine junge Frau, die 2004 als Kellnerin in Portugal gearbeitet hat, erfährt von dem Prozess und erkennt Parallelen zu ihrer eigenen Vergewaltigung, deren Täter nie identifiziert werden konnte. Auch wegen dieses Delikts ermittelt die Staatsanwaltschaft jetzt gegen Christian B. Zum Zeitpunkt der Aufnahme steht eine Anklage wegen dieser Vergewaltigung allerdings noch aus. Am 4. Juni 2020 tritt die Braunschweiger Staatsanwaltschaft vor Medien auf und verkündet, dass Ermittlungen wegen des Verdachts des Mordes gegen Christian B. im Fall Madeleine McCann aufgenommen wurden.
Christian B. ist der erste offizielle Verdächtige im vermissten Fall Madeleine McCann seit der Verdächtigung der Eltern Kate und Gary McCann im Jahr 2007. Dementsprechend kann man davon ausgehen, dass die Ermittler wirklich signifikante Hinweise gegen Christian B. in der Hand haben müssen, von denen die breite Öffentlichkeit aus ermittlungstaktischen Gründen eventuell gar nichts weiß. Die deutschen Behörden gehen davon aus, dass Maddie nicht mehr am Leben ist und dass Christian B. sie entführt und ermordet hat. Doch die Ermittlungen zu den Zusammenhängen können sich noch bis ins Jahr 2023 hinziehen. Es ist auch unklar, wo der Prozess gemacht werden würde, käme es zu einer Anklage. Denn während sich das mutmaßliche Verbrechen in Portugal zugetragen hat, ist der deutsche Staatsbürger ja derzeit in seinem Heimatland inhaftiert. Wobei er in Italien letztmalig verhaftet und von dort an Deutschland ausgeliefert wurde. Die Sendedaten seines Handys belegen, dass Christian B. sich am Abend des 3. Mai 2007 zumindest in der Nähe des Ocean Club Resort in Praia da Luz aufgehalten haben muss. Auf den Protokollen ist zu sehen, dass Christian B. an diesem Abend mit einer Nummer telefoniert hat, deren Besitzer bis heute nicht ermittelt werden konnte. Dabei könnte es sich um einen wichtigen Zeugen handeln. Oder eventuell einen Mittäter. Christian B. war am Abend der Tat in Maddies Nähe und hatte ein umfangreiches Vorstrafenregister, das zu den Motiven eines Täters passen könnte. 2017 sagen Maddies Eltern in einem BBC-Interview, sie würden für ihre vermisste Tochter auch heute Geburtstags- und Weihnachtsgeschenke kaufen, in der Hoffnung, Maddie käme irgendwann wieder zurück. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist die damals Dreijährige nun schon mehr als 15 Jahre verschwunden und wäre heute eine junge Frau mit Träumen, Zielen und Wünschen. Ihr wisst ebenso gut wie ich, dass die Wahrscheinlichkeit, eine vermisste Person lebendig zu finden, von Jahr zu Jahr abnimmt. Dennoch werden Maddies Angehörige immer die Hoffnung haben, dass sie eines Tages wieder in die Arme schließen können. Und selbst wenn Maddie nicht mehr am Leben sein sollte, gilt es dem Täter seine gerechte Strafe und den Angehörigen Gewissheit geben zu können. Sollte es in dem Fall neue Entwicklungen geben, werde ich euch darüber natürlich auf dem Laufenden halten. Wenn ihr das Video bis zu diesem Punkt angeschaut habt, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und würde mich wie immer über ein Like und ein Abo freuen. Lasst auch gerne einen Kommentar da. Gern könnt ihr auch auf meinem Zweitkanal Insolito Crime News vorbeischauen, auf dem ich euch immer wieder kleinere Kriminalfälle vorstelle oder Updates veröffentliche, sollte es Neuigkeiten in bekannten Fällen geben. Falls ihr der Meinung seid, dass ich in diesem Video etwas Wichtiges ausgelassen habe, schickt mir diese Information gern mit einem Quellenbeleg per Mail zu insolito.yc@gmail.com. Ich bin gespannt auf eure Kommentare und hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Noch einmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche. Ciao.